Heute amerikanische Außenpolitik. Das ist amerikanische Umweltpolitik. Das ist amerikanische Innenpolitik. Und das ist amerikanische Außenpolitik. Und wie geht amerikanische Außenpolitik? Erkläre ich euch. Erstmal brauchst du einen amerikanischen Präsidenten. Der muss nicht lesen und schreiben können. Hauptsache, der hat einen dicken Truthahn in der Röhre und die richtigen Berater. Der hier ist Ölberater. Der hier ist Ölberater. Und die ist was anderes. Die ist Ölberaterin. Super, alle Bereiche abgedeckt. Als nächstes brauchst du noch einen bösen Bösewicht. Mal gucken, wer hat sich da beworben? Der hier? Nö, der schreibt nie seinen Absender drauf. Der ist auch nix. Der wohnt jetzt in Holland. Und der hier? Super Bösewicht. Aber leider für die amerikanische Außenpolitik voll überqualifiziert. Mist, alle Bewerbungen schon weg. Macht nix, einfach mal in Papas alter Kartei nachgucken. Prima, genau der Richtige. Der ist schön böse. Der hat auch nur ein olles Schießgewehr, aber dafür an jeder Ecke einen tollen Springbrunnen. So, einen bösen Bösewicht hast du. Nur noch eine 1A-Drohkulisse. Wie macht man die? Ein bisschen rumzetern, ein paar Rucksacktouristen zum Bösewicht geschickt und mit einem Rumspums-Kreuzfahrtschiff eine ordentliche Welle machen. Halt, sagt der Spielverderber von der UNO. Hier wird nicht rumgeballert. Erstmal hieb- und stichfeste Beweise sammeln. Sagt der Busch, kein Problem. Hiebe und Stiche liefern wir sofort. Beweise gibt's, wenn wir fertig sind. Noch jemand was zu meckern? Ja, ich. Krieg ist voll Moppelkotze, sagt der Beuteler aus Rom. Wer? Der Beuteler? Mag ich nicht. Und auf Männer in Frauenkleidern höre ich eh nicht. So, jetzt kann's ja endlich losgehen mit der amerikanischen Außenpolitik. Und das Beste, haust du auf den arabischen Riesenherd, werden dir gleich 1, 2, 3 viele neue beschert. Wird nie langweilig. Toll. Und nächste Woche UN-Inspektoren gründlich. Jeder Winkel wird durchsucht. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Klaus.